Die ganze Welt starrt zurzeit auf das von Selbstzerstörung geplagte Russland, wo morgen im zweiten Anlauf versucht werden soll, einen neuen Regierungschef durchs Parlament zu bringen. Dabei verliert man ganz die Nachbarschaft aus den Augen. In einer mindestens ebenso schwierigen Lage befindet sich nämlich die Ukraine. Nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds bewegt sich das Land am Abgrund totaler Zahlungsunfähigkeit. Als das Sowjetreich auseinanderbrach, blieben viele Scherben auch in der Ukraine liegen. Mit großem Improvisationstalent kitten heute die Bewohner von Odessa den Scherbenhaufen und bemühen sich wenigstens, die Kultur am Leben zu erhalten. Sicher zum Wohlgefallen von Gogol und Puschkin, die die Stadt und ihr Seebad Arkadia vor aller Welt rühmten. Ausgerechnet in der stolzen Bürgerstadt Odessa wurde die russische Revolution geboren, 1905, als zaristische Polizei Männer, Frauen und Kinder niedermetzelte, weil sie am Schwarzmeerhafen die aufständischen Matrosen begrüßen wollten. Inaruk zeigt, was noch übrig geblieben ist vom alten Charme und wie Kultur und Künstler mit dem Mangel fertig werden. Weiblich sollte sie sein und schön. Als Katharina die Große eine neue Hafenstadt im Süden des Reiches bauen ließ, gab sie ihr einen Frauennamen, Odessa. Auf der großen Freitreppe der Stadt begann im Film Panzerkreuzer Potjomkin die russische Revolution. Eisensteins Klassiker machte die Stadt weltberühmt. Ihre Einwohner, die Odessiten, gelten als tolerant, freiheitsliebend und lebenslustig. Ihre Stadt war die weltoffenste der Sowjetunion. Und Odessa ist eine Stadt mit Kultur. Wer hier mit Straßenmusik Geld verdienen will, muss schon Arien singen können. Das Operntheater von Odessa stammt von denselben Architekten, die auch die Wiener Oper gebaut haben. Vor 111 Jahren fand hier die erste Premiere statt. Die Bühne galt lange als eine der besten der Sowjetunion. Doch das Gebäude ist seit Jahrzehnten vernachlässigt. Das Fundament ist zu schwach, die Grundmauern driften auseinander. Auch das Dach muss dringend repariert werden. Doch das Geld reicht nicht einmal, um die Restaurateure zu bezahlen. Das hier ist das alte Wappen von Odessa, sagt er, noch von vor der Revolution. Damals haben sie extra Künstler aus Wien hergeholt. Die haben die Skulpturen hier auf dem Dach gebaut und dann ihren Namen in die Sockel gemeißelt. Sehen Sie, da ist noch eine alte Unterschrift. Wir haben sie wieder herausgearbeitet. Seit dem Winter arbeiten sie auf dem Dach. Geld bekomme keiner von ihnen, sagt der Restaurateur. Warum er trotzdem arbeitet? Weil ich Odessit bin und weil mir die Seele wehtut, wenn so etwas Schönes verfällt, sagt er. Wenn in den nächsten ein, zwei Jahren nichts passiert, ist das Gebäude nicht mehr zu retten, heißt es. Odessa will jetzt bei der UNESCO Hilfe beantragen. Um das Theater wieder komplett instand zu setzen, brauchen wir 40 Millionen Dollar, sagt der technische Direktor. Es bricht ja buchstäblich auseinander. Allein die Stabilisierung kostet 20 Millionen. Und in jedem Jahr sackt das Fundament um 12 Zentimeter ab. Wer Geld braucht, muss verkaufen. Also verkaufen Sie das Beste, was Sie haben. Vorsingen vor fast leerem Saal. Die besten Solisten des Operntheaters von Odessa zeigen, was sie können. Als erste Tatjana Spaskaya. Im Publikum Musikagenten aus Spanien auf der Suche nach neuen Stimmen. Wer vor ihnen besteht, könnte zum Gastspiel eingeladen werden und das Opernhaus möchte am liebsten gleich eine ganze Truppe nach Spanien schicken. Gastspiele bringen Geld für die Sänger und das Haus. Tatjana Spaskaya ist 33, eine der jüngsten Solistinnen hier. Eben erst hat sie die Carmen gesungen, jetzt ist sie im Saal und drückt den Kollegen die Daumen. Sie war schon öfter im Ausland. 100 Dollar bekommt ein Sänger dort meistens pro Auftritt, lächerlich wenig. Unsere Sänger sind ein gutes Geschäft für den Westen, sagt Tatjana. Und man wird auf solchen Konzertreisen auch nicht immer gut behandelt. Endlose Busfahrten von Bühne zu Bühne, wenig Schlaf. Im letzten Sommer mussten wir oft auf Freilichtbühnen singen. Das ist doch doppelt anstrengend. Aber wir singen trotzdem gut und darauf bauen die Veranstalter. Wenn wir auftreten, sind die Säle immer voll. Tatjana will trotzdem so viele Gastspiele wie möglich mitmachen. Als Opernsängerin verdient sie 100 Mark im Monat. Nicht mal in Odessa reicht das heute zum Überleben. Odessa gehört zur Ukraine, obwohl hier noch immer Russisch gesprochen wird.
Als die Zarin die Stadt vor 200 Jahren gründete, kamen Siedler aus der ganzen Welt. Mehr als 100 Nationalitäten haben die Stadt geprägt. Längst bröckelt die Schönheit der einstigen stolzen Bürgerstadt. Ganze Viertel von Odessa sind abbruchreif. Doch etwas ist noch übrig vom einstigen Charme. Vor allem in den Hinterhöfen hält sich die ganz besondere odessitische Lebensart. Man hält nicht viel von Obrigkeiten hier. Man nimmt das Leben, wie es kommt. Im Hof nebenan steht ein Denkmal. Es sieht ein bisschen aus wie Lenin, doch es zeigt den Erfinder der Kunstsprache Esperanto. Irgendwann zu Sowjetzeiten hat ein Esperanto-lernender Odessit es hier aufgestellt, obwohl man es ihm verboten hatte. Seitdem steht es und die Nachbarn renovieren es ab und an. Ihr Hinterhofdenkmal passt gut in die Stadt, finden sie. Esperanto ist international und hat von allen Völkern etwas, genau wie Odessa. Tatjana Spaskaya ist Russin. Seit 7 Jahren lebt sie hier. Odessa sei ein Traum gewesen, der sich erfüllt hat, sagt sie. Doch jetzt komme sie künstlerisch hier nicht mehr viel weiter. Unterrichtsstunde bei einem berühmten Exil-Odessiten. Boris Bloch, seit Jahren Professor für Klavier in Deutschland, ist zu Besuch in seiner Heimatstadt. Er hält Tatjana für ein großes Talent, aber die typisch odessitischen Marotten müsse man ihr abgewöhnen. In Odessa, sagt er, wird beim Singen zu dick aufgetragen, zu viel Gefühl, zu viel Leidenschaft. Tatjana liebt die Stadt, dennoch will sie weg von hier. Und dafür übt sie täglich stundenlang. Sie lebt im Musikerwohnheim der Oper, da stört es niemanden, wenn sie Koloraturen übt. Sie hat sich zum Moskauer Tschaikowski-Gesangwettbewerb angemeldet. Da sind Agenten aus aller Welt, sagt sie, vielleicht habe ich eine Chance. Die beiden Wohnheimzimmer teilt sie mit ihrer Tochter Anna. Wir sollen nicht zeigen, wie ärmlich die beiden leben. In Deutschland würde das ja doch keiner verstehen, sagt sie. Wissen Sie, mir ist nicht wichtig, auf welcher Bühne ich singe. Mir ist es auch egal, wie ich lebe. Ich will lernen, mit guten Dirigenten und Lehrern arbeiten. Das zählt. Gott hat mir Talent gegeben. Ich glaube, es ist meine Pflicht, das weiterzuentwickeln. In dieser Spielzeit singt Tatjana die Carmen. Trotz der Baufälligkeit wird die Oper nicht geschlossen. Die guten Musiker aus dem Ausland, die sie sich wünscht, kann sich Odessa wohl so bald nicht leisten. Das wenige Geld, das da ist, geht in die dringendsten Reparaturen am Fundament.